So, wir grüßen euch, Sabine und Cheat. erstmal ein paar technische Hinweise für alle, die neu sind. In Chat zu schreiben, es ist ganz einfach, man braucht kein Login, einfach Nickname schreiben und einfach Frage stellen oder mit die Sendung gestalten. Wir laden ein, in die Wahrnehmung zu gehen, denn es ist nicht nur ein Laptop vor uns oder ein Computer, sondern sind Energien, die fließen und ja, wunderbare Energien. Für alle, die Werbung davor gesehen haben, oben in JTV/TV sind ein paar Hinweise für, ich mache ein bisschen lauter, für Adblock, um Werbung zu blockieren. Also für jeden Browser ist ein anderer Adblock. Also einfach draufklicken und installieren und dann ist Werbung für immer weg. Es ist für alle, die die Wiederholung sehen, es ist jetzt Donnerstag, der 16. Januar 2014, 19:02 Uhr. Und das heißt, immer wenn unten live ist, dann sind wir live. Okay. Ja, ich freue mich sehr. Wir freuen uns sehr. Wow. Nach vielen, vielen Jahren sind wir wieder. Ja. Ja, schön. Mit Gaia Eben, vielen Dank, Gaia, für vereint. diesen Thema. Es berührt mich, es freut mich, weil das Thema, was du ausgesucht hast, ist auch, ich denke, ein Thema, was für viele einfach auch wichtig ist, ist auch ein persönliches Thema. Danke für dein Vertrauen, danke für deine Liebe. Schön, dass du da bist. Ja. Okay, wie hättest du das heute gerne? Möchtest du in das Thema reingehen und zwischendurch fragen oder was ist dein Wunsch? Ja, ich habe eigentlich gar keinen wirklichen Wunsch. Es gibt ja nun diese Themen wie Erwachen und Illusionen und Wirklichkeit und oft wird ja beim Thema Erwachen oder Erleuchtung sozusagen davon gesprochen, dass die Welt gar nicht real ist und nicht wirklich. Und wenn man sich im Raum des Seins aufhält, dann ist alles in Ordnung. Und da gibt es natürlich viele Schwierigkeiten für Leute und vielleicht gibt es da Fragen oder Sachen, die du oder ihr beide auf eine bestimmte Art ansprechen wollt und dann mal gucken, was ich dazu zu sagen habe. Also da stellt sich mir als erstes die Frage, ohne dass ich die Sendung abkürzen möchte und ich möchte, dass es schon gleich das Thema weg ist, aber ich frage mich, in dieser Illusion, in dieser Welt, wie wir sie wahrnehmen, wie wir sie erleben und die Welt, wie sie tatsächlich ist, gibt es denn überhaupt Traumata in der tatsächlichen realen das ist die Frage, die mir zuerst kommt. Schön. Die gibt es schon. Okay. Wir haben ja hier zu tun mit unseren Systemen oder mit unserem Körper, wenn man so sagen will, und mit Erfahrungen. Und erlebte Schocks oder Bedrohungen speichern sich sozusagen ab in diesem Körper oder in den Zellen und dann entstehen oft Reaktionen und wir wundern uns, warum gerade solche Reaktionen stattfinden. Und natürlich in dem Sein, das wir alle sind, wo wir alle eins sind, das ist der Raum, der ist vollkommen frei von Traumata. Und da gibt es eben oft diese Verwechslungen oder Verwirrungen. Und
Da stehe ich gerne dazu zur Verfügung, das ein bisschen aufzuklären, wenn es da ein Bedürfnis gibt. Soweit ich kann, natürlich auch nur, weil ich habe ja auch nur den Wissensstand, den ich jetzt gerade im Moment habe und das Erleben, das ich jetzt im Moment habe, und von dem aus kann ich sprechen. Also das heißt, Weil es gibt ja Lehren zum Beispiel, also gerade im Advaita oder Advaita Vedanta ist es ja oft so, dass man sagt, alles ist Illusion, das einzig Wahre ist das, was du wirklich bist. Und das, was du wirklich bist, ist was, das kann man mit Worten nicht beschreiben. So, dann würde hier quasi jede Diskussion oder jedes Gespräch enden. Aber das heißt, ein Traumata, wenn das auch, wie viele das nennen, ein Block oder eine negative Erfahrung, ist eigentlich die Erkenntnis eines Widerstands oder wo etwas zurückgehalten wird. Oder wenn ich mich anstatt für Liebe, für Starre entscheide oder nicht entscheiden oder nicht mit dem Fluss gehen. Und deswegen finde ich die Frage, also das hat mich schon jetzt, was Sabine gesagt hat, ein bisschen stutzig gemacht, ob ja, ob es anstatt zu heilen eigentlich ein Erkennen stattfinden kann, dass ich in einer bestimmten Situation, anstatt bei mir zu bleiben, habe ich eine Entscheidung des Nein, des Hasses oder der Wut oder des Widerstand oder des nicht mitwachsen wollen. Genau, sowas kann alles auftauchen, und das wäre dann sozusagen eine adaptive Überlebensstrategie. Also das heißt, wenn zum Beispiel in der, oder ich fange mal so an, wenn wir geboren werden oder wenn wir gezeugt werden, ne, dann ist ja, entwickelt sich auf einmal ein Leben. Und dann kommen wir hier auf den Planeten und wir sind ja vollkommen offene Wesen in dem Moment. Und allein die Geburt kann schon so ein Schock sein für uns, dass sich dann Strategien in unserem Nervensystem entwickeln, um diesen Schock quasi zu überleben und nicht daran zu zerbrechen. So, wenn du dir einfach mal vorstellst, du bist ja auch ungefähr mal ein Jahrgang, vielleicht ein bisschen älter, in der Zeit, in der wir geboren wurden, wurde da ja eigentlich überhaupt kein Wert drauf gelegt, wie das Kind jetzt hier auf den Planet kommt, sondern dass irgendwie alles einen geregelten Ablauf hat. Und wenn man sich einfach nur mal vorstellt, was für ein Schock das sein muss, wenn du auf einmal abgekappt wirst von der Nabelschnur und alles, was dich bis zu dem Moment quasi beatmet hat und genährt hat, wird auf einmal abgerissen oder abgeschnitten. Das ist natürlich schon ein Schock. Und dann entwickeln sich quasi diese Mechanismen oder Überlebensstrategien. Und wenn wir wieder in irgendwie so eine Schocksituation kommen oder das Gefühl haben, in so einer Situation zu sein, reagieren wir dann einfach oft so, wie es damals für uns möglich war, weil wir das gelernt haben. So, und dann gibt es ja ganz verschiedene Schocksituationen, die wir erlebt haben. Und ob wir dann im Widerstand sind oder ob wir in dem Fluss sein können mit dem, was gerade ist, das liegt immer daran, wie gut unser Nervensystem reguliert ist. Also meine Erfahrung ist, darf ich? Meine Erfahrung Klar. ist, als ich im Mutterleib war, das habe ich schon oft bearbeitet, habe ich die Gedanke aufgenommen, meine Eltern eine Abtreibung. Ne? Ich war das sechste Kind. Ne?
Ja. Und dann jetzt im Nachhinein konnte ich in die Wahrnehmung gehen, dass ich sehr, sehr wütend war und dann wirklich Entscheidungen getroffen habe aus der Wut und nicht aus der Hingabe. Ne? Und dass dieses Thema mich immer noch begleitet, deswegen habe ich den Namen bekommen, Sieg durch Hingabe. Und dass dieses Thema trage ich immer noch. Und für mich ist einfach Stück für Stück, schaue ich, ob ich dieser Moment, wo ich in die Angst gegangen bin oder in das Festhalten, wie ich da jetzt neue Entscheidungen treffen kann und sehe mich einfach in der Situation der Verantwortung, diesen Schock verursacht zu haben. Und mich auch als Kind in diese Situation bewusst in irgendeine Form, irgendwo, irgendwie habe ich es gewusst, dass ich mich für Wut oder für Widerstand entschieden habe. Und eben wie jetzt, wie gehe ich mit den Heilen um? So meine Erfahrung ist, okay, irgendwie, irgendwann muss ich einfach erkennen, dass ich es jetzt verändern kann. Indem ich es jetzt verändere, dann wird Heilung stattfinden. Ja, ganz genau, ganz genau. Und dafür ist es oft hilfreich, wenn wir jemanden dabei haben, der selbst in einem regulierten Nervensystem gerade mit uns zusammen ist, der also auch sehen kann, wann wir quasi in einen Mechanismus gehen, der es nicht mehr am Fließen hält, also wo wir nicht mehr im Fluss sind, sondern im Widerstand, ja? Und wo wir quasi auf einmal, und wir machen das, nur weil wir uns retten wollen. Und dann ist es gut, wenn jemand dabei uns ist, der uns immer wieder zeigt, ist gerade gar keine Notwendigkeit da, sich retten zu müssen. Also wenn wir dann wieder erkennen können, okay, ich habe das alles überlebt, ich bin hier, alles ist okay. Und wenn wir dann an die Ressourcen kommen können, die jetzt gerade hier im Moment für uns zur Verfügung stehen, was immer das auch ist, dann kann unser Nervensystem sich regulieren. Aber wie du schon sagst, du selbst hast schon viel mit den Themen gearbeitet und geguckt und gefühlt und gespürt. Und du siehst jetzt auch als erwachsener Mann, hast du immer noch mit diesen Dingern zu tun, die schon irgendwie 50 Jahre her sind. 60. Und das ist für uns alle so wahrscheinlich. Also die frühen Kindheitstraumata, das ist das, was unsere Person sozusagen auch ausmacht. Und mit der haben wir einfach zu tun. Und was wir jetzt lernen können, ist, wie wir uns wieder regulieren. Dass wir wieder erkennen, okay, hier ist alles in Ordnung. Ich bin im Fluss, ich bin im Kontakt. Ich kann meine Bedürfnisse fühlen. Ich kann auch meine Bedürfnisse äußern. Ich kann mich abgrenzen. So, das sind einfach so Kernbedürfnisse, die wir haben als Mensch. Im Kontakt sein, unseren Körper zu spüren, unsere Gefühle zu spüren, unsere Emotionen zu erleben. Du hast gesagt, wenn man jetzt sich so Unterstützung holt, zum Beispiel jetzt in deinem stillen Feld, ist eine Spiegelung, dass du ein Feld schaffst, wo Stille ist, wo Akzeptanz ist. Und dann spiegelst du mir das, dein Nervensystem ist nicht so wie in dieser Situation meins. Und wenn ich mich darauf einlasse, auf diese Stille, auf diesen Frieden, jetzt
durch deine Spiegelung habe ich die Möglichkeit, wann ich so weit bin, diesen Schock loszulassen und neu zu entscheiden. Ja, schau mal jetzt zum Beispiel, wenn du von der Stille sprichst oder von diesem Raum und du den bemerkst, was in deiner Erfahrung passiert. Und nimm dir ruhig Zeit, es zu spüren und schau mal, ob das eher angenehm oder eher unangenehm ist. Ja, das kriege ich jetzt in Sternum hier mit, hier an dieser Stelle. Es ist wie ein Feuer. Und es ist eine Möglichkeit des Brennen. Und dieses Feuer, was du da spürst, ist das ein angenehmes Feuer oder ist es eher ein unangenehmes? Ist angenehm, so wie Abenteuer, neues Abenteuer. Dann nimm dir ruhig noch ein bisschen Zeit, einfach dieses Angenehme zu spüren und zu erleben, was es quasi mit dir macht. Ich weiß, dass ich das eine Zeit lang annehme und dann blockiere. In eine Kraniosakralsitzung in Pune vor, was weiß ich, 15, 20 Jahren, habe ich dieses Bild wieder gesehen und dann bin ich rückgängig in den Kosmos gegangen, anstatt in die Geburt zu gehen. Ne? Das heißt, jetzt habe ich die Möglichkeit, das länger zu fühlen und abzuwarten. Genau. Wunderbar. Ja, wunderbar. Damals, so wie es sich für mich anhört, war für dich noch gar nicht die Möglichkeit da, jetzt präsent zu sein in dieser scheinbar bedrohlichen Erfahrung, ne, die damals war. Und möglicherweise hat auch dein Therapeut oder mit wem du das immer gehabt hast, da nicht wirklich mit dir mitgekriegt, was bei dir gerade los ist und konnte dich sozusagen da begleiten und immer wieder dich an deine Ressourcen erinnern oder an das, was dir Kraft gibt. Ja. So, dann war deine Überlebensstrategie einfach abzudriften. Und das ist ja für uns, das erleben wir ja oft, wenn irgendwas uns berührt, was sehr schmerzhaft ist, dann will irgendwie alles weg, weil das sind einfach diese Mechanismen, die wir haben. Ja? Wenn Gefahr droht, versuchen davor abzuhauen oder dagegen anzukämpfen. Rein, ich bin auf eine rein Wolke, menschliche Fähigkeit. Ich bin auf eine Wolke hingegangen und ich habe mich da hingelegt. Da hat mich niemand mehr gesehen. Jetzt spür mal, was bei dir passiert, wenn du an diese Wolke denkst, auf die du dich da gelegt hast. Na, da war ich nicht mehr dabei. Und wie ist es, wenn du jetzt diese Wolke spürst, dieses da liegen? Ja, ist wunderschön, aber dann ist die Sehnsucht des Mitspielen da, ne? Ja. Also das, was vor 30 Jahren war, das geht ja sowieso nicht mehr, das können wir ja nicht rückgängig machen. Wir haben ja nur hier und jetzt. So hier und jetzt ist ja der wirklich der einzige Raum, wo sich Heilung überhaupt lohnt, wenn wir es mal so sagen wollen. Ja? Nur durch hier und jetzt. So, und hier und jetzt können wir immer spüren, was tut mir gut, was kann ich tun, hier und jetzt, was mir gut tut. Den Kontakt zum Boden zu spüren zum Beispiel oder einfach nur zu spüren, wie der Stuhl, auf dem ich gerade sitze, wie der mich hält. Einfach so. Ja?
Was mich unterstützt, ist die Aufforderung zum Spielen. Komm aus der Wolke runter, komm, wir spielen. Was wir jetzt gerade machen, ne? Mit dir. Ja. Und ich kann sagen, für mich, ich habe lange Zeit überhaupt gar nicht gewusst, dass ich in irgendeiner Form traumatisiert wäre oder sowas, oder mein Nervensystem. Und für mich war quasi damals der Satsang wie so eine Rettung, weil ich da was erleben durfte, was immer anwesend ist und immer still ist und immer im Frieden ist. Und konnte mich sozusagen mit dem identifizieren. Jetzt heute sehe ich das, okay, das ist für mich als Mensch hier eine der größten Ressourcen, ja, zu wissen, da ist was anwesend hier und jetzt, das, was ich wirklich bin, das ist immer im Frieden. So, das ist eine super Ressource, deswegen bin ich froh und dankbar, dass ich damals in meiner Not beim Satsang gelandet bin. Ich kann aber sehen, dass ich ja aber auch in Verbindung mit Menschen bin oder Beziehungen habe. Und da wären im wahren Leben sozusagen wären diese Dinge ausgelöst, ja, diese Ängste oder diese Panik oder das Gefühl, ich bin hilflos und erstarre. Und dann ist dieser Lebensfluss oder diese schöne Energie, die wir haben, wenn wir vollkommen identifiziert sind mit dem, was wir wirklich sind, diesem riesen Space, auf einmal ist die Erfahrung vollkommen verschwunden. So, auf einmal haben wir das Gefühl, bedroht zu sein. Und das kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja. Und wir können nicht mal sagen, wieso. Es ist nicht mal irgendwas Schlimmes passiert, sondern nur mein Nervensystem hat irgendeine Erinnerung bekommen und reagiert jetzt so. Und dann ist es schön, wenn unser Nervensystem nachkommen darf. Das heißt, du warst in der Situation, oder wir sind oft in der Situation, so wie Sabine gesagt hat, ich kann jetzt in den Schock wieder reingehen, oder ich entscheide mich für die Jetzt-Realität. Und wenn ich mich für die Jetzt-Realität richtig entscheide, dann ist der Schock nicht mehr da, oder, und war auch nie da. Der war da, aber wir merken jetzt, ich hab's geschafft, mein Nervensystem hat es gemanagt und jetzt kann ich sozusagen, oder jetzt kann die Information, die damals fehlte, hinzugefügt werden, sodass mein Nervensystem neue Bahnen entdeckt, wo die Energie oder die Information fließen kann. Okay, das heißt, es hat mit dem Körper zu tun. Es war in der Ja. Nicht-Realität Körper gespeichert und es ist notwendig durch dieses Erkenntnis, oder das ist einfach auch der Beweis, dass ich es bearbeitet habe, wenn in der Nicht-Realität Körper sich das auch verändert. Dass so dass das Nervensystem oder was damit auch verbunden ist mit dem Schock, Muskeln, Nerven, Lymphsystem und so weiter, dass als Konsequenz sich auch das wieder heilt. Genau. Weil wahrscheinlich fast alle Erkrankungen, die da sind, hängen mit Trauma da zusammen und wo sich unser System quasi so eine Strategie zum Überleben überlegt hat, sagen, überlegt hat es natürlich nicht, aber diese Strategie sozusagen gewählt hat und wir funktionieren dann in diesen Strategien und dann fließt eben diese Energie nicht mehr frei und dann erkranken unsere Organe oder unser Körper einfach. Und wenn wir wieder in den Fluss, in den Lebensfluss kommen und mal durchatmen können und mal einfach spüren können, wie schön und sicher es ist, hier zu sein, haben wir auf einmal ein ganz anderes Lebensgefühl und eine andere anderes Erleben.
Das, was wir uns wünschen, ja? Das, was wir uns wünschen, warum wir letztendlich erleuchtet werden wollen oder befreit werden wollen oder geheilt werden wollen. Ich lese gleich den Chat, kleinen Moment, liebe Freunde, weil folge ich einfach auch. Das heißt, dass wenn die Realität ist die Spiegelung mit dem Jetzt und da ist alles immer in Ordnung. Und die, wenn ich das so sagen darf, die Nicht-Realität, die auch mit dem Körper verbunden ist, ist eine andere Realität, ist etwas, eine Krankheit, so ein Schmerz oder eine Krankheit. Diese Welt der Nicht-Realität, wenn wir nur auf die Krankheit schauen, dann ist es keine Lösung möglich. Also unser Krankensystem ist keine Lösung, wenn wir das nicht ein Spiegelbild vor uns haben, das Erwarten der Stille, des Jetzt, des Ewigen. Ich weiß nicht, ob ich dich genau richtig verstanden habe, aber ich will mal so sagen, wir kennen ja Meister, zum Beispiel Ramana Maharshi, der in seinem Erwachensprozess, als er bemerkt hat, dass das, was er wirklich ist, dieses unsterbliche Sein ist, auf einmal so stark davon angezogen war, mit allem, mit seinem ganzen Leben sozusagen, dass seine komplette Ausrichtung nur noch zu diesem Bewusstsein hingegangen ist, sodass er nicht mal, glaube 20 Jahre überhaupt nicht gesprochen hat mit Menschen, sondern nur ausgerichtet war auf dieses Sein. So für diesen Menschen hat sich das so stark etabliert, will ich mal sagen, in seiner Erscheinung hier oder in seinem Wesen, dass für ihn die körperlichen Bedürfnisse überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben. Nur, das ist eine Seltenheit und die wenigsten Menschen sind da. Und wir leben ja auch hier nicht in Indien, wo so Menschen noch irgendwie angebetet werden oder so, sondern wir sind hier im Westen, wir haben ganz andere Herausforderungen. Aber was du sagst, klar, wenn wir uns auch immer auf die Krankheit fokussieren, dann kriegt das natürlich unsere Aufmerksamkeit. Und diese Traumaarbeit, die ich jetzt häufig mache, sowohl als Klient wie auch als Therapeut, sage ich mal, klingt ein bisschen komisch, aber sage ich einfach mal, die hilft quasi, die Ressourcen zu entdecken. Also es ist eine ressourcenorientierte Arbeitsweise. Man geht also nicht in die Geschichten oder in die Krankheitssymptome, sondern man geht eigentlich immer in das Stärkende, was jetzt gerade hier unser System stärkt. Und dann kann man sozusagen immer wieder hin und her pendeln. Dankeschön. Schön. Ist das klar, was ich sage, oder Ja, ist es total. Ich wurde das noch sehr interessant, weil ich forsche auch in dem Gebiet. Ich hätte noch ein paar Sachen, aber ich wollte erst mal lesen, was hier gesagt wird, weil ich bin immer für das Rad, dass alle mit einbezogen werden. Rubin Ja, okay. Bonasera, Rubin, kennt ihr diesen netten Mann? Ein wenig vorstellen, mit wem reden wir da, dann ich habe keine Kamera. Wie definiert sich Satsang genau in deinem Zusammenhang? Manchmal werden Fragen beantwortet, dürfen wir auch mitspielen? Ja, Ja, also, wir sind gleich genau, ja, sorry, wir reingeplautzt. sind auch so aufgeregt. Also in die Seite, in die Veranstaltungsseite von heute. Da ist ein Link immer. Immer wenn wir jemanden vorstellen, ich schreibe den Link, ist immer die Webseite. Das schreibe ich jetzt hier unten in den Chat. Und hier wird auch den Chat, alle Link und das Video am Ende auch gespeichert, wo jeder auch
herunterladen kann, wo jeder auch einbetten kann in die eigene Webseite und. Deswegen danke, Rubin, dürfen wir auch mitspielen? Ja, das war mein Wunsch auch. Ich möchte auch mitspielen. Und André, wir gehen doch danach, wofür man sich interessiert und was einem Spaß macht. Okay, das wollte ich jetzt gelesen haben. Also vielleicht verstehe ich André Sehr so, schön. genau, manchmal, ich weiß nicht, ob André das jetzt so meint, es gibt Abende, Live-Sendungen, da haben wir einfach ganz explizit ein Thema und das ist heute das Thema Heilt Erwachen erlebte Traumata. Deswegen geht es einfach um dieses Thema, alles, was sich darum dreht und was ist ja trotzdem in diesem Feld auch ganz viel da und ich denke, das spricht auch für jeden an. Und manchmal gibt es Live-Sendungen, die frei sind, wo daraus was entsteht. Ne? Nochmal als Info, genau. Und die Antworten. Ja, Rubin, jetzt bist du dran. Und eben, ich nehme an, dass wir genau danach darauf hingehen, Gaia, dass du, wer den Wunsch hat, dass du individuell, nehme ich an, auch mit Traumata arbeiten kannst. Ne? Ja. Und vielleicht fangen wir mit den Und am Vorstellern an. besten, wenn man das sozusagen zum ersten Mal macht, auch in einem direkten Kontakt. Man kann es später dann auch tatsächlich über Skype-Sessions mal machen, aber anfangs ist es wirklich gut, da einen direkten Kontakt auch zu haben. Also, wer bist du? Was machst du? Okay, also dann stelle ich mich nochmal vor. Also mein Name ist Gaia Michael und ich biete sozusagen seit dem Jahr 2000 Satsang an. Und Satsang ist eine Einladung, dich selbst zu erkennen als das, was du wirklich bist. Und das ist mir sozusagen passiert. Ich war 1993 zum ersten Mal in einem Satsang und derjenige, der den Satsang leitet, der wurde damals als ein Erwachter oder ein Erleuchteter bezeichnet. Und irgendwann kam in mir dieser Wunsch, oh, ich möchte auch erwachen, weil diese Menschen, die diesen Satsang geleitet haben, oder der Mensch, der den geleitet hat, für mich eine Ausstrahlung hatte und eine Stille und eine innere Ruhe, die mir, das wollte ich irgendwie auch erleben. So bin ich also damals zu vielen Satsangs gegangen und man kann sagen, Satsang ist quasi ein Treffen, wo man Fragen stellen kann an denjenigen, der den Satsang leitet und derjenige versucht sozusagen, dich immer auf das, was du wirklich bist, hinzuweisen. So, und dann wo, irgendwann habe ich quasi erkannt, dass das, was ich wirklich bin, nicht diese Person ist, die jetzt hier gerade spricht. Oder das, was hier an Gefühlen gefühlt wird oder an Gedanken gedacht wird, dass das ich alles gar nicht bin. Und vorher war eben eine starke Identifizierung da mit dieser Erfahrung Gaia. Und jetzt ist eben das Wissen da, dass das eine Erfahrung ist, die in mir, in dem, was ich bin, auftaucht. So, und das teile ich mit Menschen, die das Interesse haben, Menschen, die das Interesse haben, zum Frieden zu kommen oder die Wahrheit zu entdecken. Und seit dem Jahr 2000 reise ich in vielen Ländern der Welt umher zu Menschen, die mich einladen, um diese Treffen sozusagen zu machen. Und ja. Was soll ich noch sagen? Ich wohne hier in Niedenstein, das ist bei Kassel. Hier habe ich eine Wohnung, in der ich dann mich mal ab und zu aufhalte, wenn ich nicht auf Reisen bin. Und meine Webseite habt ihr ja wahrscheinlich eingeblendet auch. Da kann sich dann auch ja jeder noch ein bisschen informieren und auch gerne Kontakt mit mir aufnehmen über E-Mail oder Skype oder wie auch immer.
Jetzt gibt es eben Menschen, die behaupten, ich wäre erwacht, oder gar manche sagen, ich wäre erleuchtet, aber für mich ist es so, dass ich da gar keinen Bezug mehr dazu habe. Ich weiß es also gar nicht mehr. Ich kann nur sehen, es ist ein Erwachen, das ich erleben darf hier. Nämlich zu jetzt genau in diesem Moment zu wissen, ich bin nicht dieser Körper, der hier sitzt, sondern ganz was anderes, das sich bewusst ist über diesen Körper und darf aber trotzdem voll in diesem Körper anwesend sein. Beeinflusst du deinen Körper? Wie bitte? Ob du deinen Körper irgendwie beeinflusst? Beeinflussen? Ja. Nein, ich kann nur sehen, dass es Impulse gibt oder Informationen gibt, die den Körper beeinflussen. Aber das, was ich bin, beeinflusst den Körper nicht. Aber wenn die Aufmerksamkeit hingeht zu dem, was ich bin, dann hat es einen Einfluss auf den Körper. Das heißt zum Beispiel, wenn im Schulterbereich ein Schmerz ist, ne, dann Ja. hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt gehe ich noch tiefer in meinen, oder ich entspanne mich einfach auch so, ich setze mich hin und gibst du deinen Schulter einen Impuls der Entspannung, wo eine Zellveränderung stattfindet oder wo eine eventuell vielleicht Verjüngung oder Schnelligkeit der Reinigung der Zellen oder. Genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass es so eine Standard, Variante gibt. Und wenn das für mich gelingt, wenn jetzt Schmerz da ist im Körper oder in der Schulter, wenn wir einfach bei dem Beispiel bleiben, erstmal in Kontakt zu kommen mit dem Schmerz und gucken, was ist da genau? Was nehme ich da wahr? Also das heißt, in dem Moment wende ich mich nicht ab von dem Schmerz, sondern wende mich dem Schmerz zu, ohne jetzt eine Absicht zu haben, dass das weggeht, sondern einfach mit Interesse. Was ist da gerade? Wenn mir das gelingt, das ist schon sozusagen die halbe Miete, wenn man das so sagen möchte. Dann bin ich in Kontakt mit der Empfindung, die da ist. Und je mehr ich da anwesend sein kann oder präsent sein kann, ohne mich davon bedroht zu fühlen, desto mehr komme ich in Kontakt damit, verschmelze sozusagen mit dieser Erfahrung. Und dann gibt es ganz viel Raum oder dann kann man sagen, wie du es gesagt hast, dann verändert sich die Zellstruktur und es fängt irgendwas an zu fließen und der Schmerz löst sich auf. Das ist aber was mal funktioniert und mal auch nicht funktioniert. Es kommt immer darauf an, wie gerade die jetzige Situation ist. Das heißt, wenn man voll, Manchmal, ja, bitte. ja, sag du. Nein, du. Okay, wir sind ein bisschen zeitlich versetzt, ne? Ja, ist okay. manchmal kann ich mir da nicht mit der Methode helfen, dann, wenn ich jemanden in der Nähe habe, der mir da helfen kann, dann frage ich um Hilfe. Könnte man so sagen, also Bitte, bitte. das Leben hat immer was parat, wenn ich mich dem hingebe. Könnte man das so sagen? Sei es ein Impuls, Also der wenn mir es kommt oder der durch mich kommt oder was auch immer. Na, ich kann immer zu jedem Zeitpunkt nachschauen,
was für eine Ressource ich gerade entdecke. Also was ich gerade finden kann, was mich stabilisiert oder was mir Kraft gibt. Das kann ich jederzeit machen. Und das muss nicht mal materiell zur Verfügung stehen, das können auch Erinnerungen sein. Aber es kann auch materiell zur Verfügung zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel ein Glas Wasser. Kann ich spüren, wie fühlt sich das an? Wie ist es gerade, dass ich dieses Wasser trinke und merke, das hat eine stabilisierende Energie für mich und kann mich darauf einfach fokussieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir oft außer Acht lassen, wenn wir aktiviert sind. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, ich muss jetzt hier kämpfen um mein Überleben. Und oftmals haben wir diese Strategien und merken sie nicht mal. Und dann ist es hilfreich, wenn wir immer wieder wach sein können in diesem Moment und hier uns einfach mal umschauen und gucken, was finde ich denn hier alles, was mir gut tut, wenn ich es einfach nur anschaue. Und ich finde hier einen Haufen. Gerade die einfachen Dinge, die vergisst man ja. Das heißt, Wirklich ganz ja. einfache Ja. Dinge. Ja. Es gibt immer etwas, was in der Luft schwirrt. Ne? Also die Leute sind oft denken an Perfektion und die denken, wenn jemand ein Seminar leitet oder wenn jemand erwacht ist oder, dass man einfach auch fehlerfrei ist oder auf eine Seite. Von der anderen Seite denke ich, ist eine Entscheidung, sich für das Wesen des Geistes zu entscheiden oder für Traumata und Blockaden. Ne? Und das heißt, man kann sich für Gesundheit oder für Krankheit entscheiden. Und doch, so wie ich das einfach höre, so wie ich auch meine Erfahrung ist, egal wie weit man ist, Erwachen, schützt nicht vor Krankheit. Da muss ich gerade mal kurz unterbrechen, weil das müssen wir kurz klären, dass Trauma keine Krankheit ist. Also Trauma ist keine Krankheit, sondern das ist eine, wie soll ich mal sagen, ein Trauma heißt sozusagen, wenn ich überwältigt bin, sozusagen, wenn zu viel Information da auf mich einströmt und ich damit nicht mehr dealen kann. Ich bin also vollkommen überwältigt und muss mich sozusagen dem hingeben, obwohl ich mich dem nicht hingeben will. So, dann geschieht Trauma. Es ist ähnlich so, man könnte sagen, wir haben eine vierspurige Autobahn, da fließt der Verkehr durch und alles fließt schön in Ordnung, dann ist kein Trauma da. So, jetzt haben wir irgendwie eine Baustelle, die Autobahn wird verengt. Nachts um 4 kein Problem, aber morgens um 7 viel zu viel Information, dann staut sich die Energie. So, und dann da, mit diesem Stau sozusagen entstehen dann diese Überlebensstrategien. Wie überlebe ich das jetzt? Ja? So, also Trauma ist keine Krankheit, sondern ein Trauma, ein gespeichertes Trauma kann Krankheiten aktivieren. Nur, dass wir das mal so geklärt haben. Also das ist mir auch wichtig, das zu sagen, dass ein Trauma hat jeder von uns in irgendeiner Form erlebt und manche Nervensysteme können sich besser darauf einstellen und manche weniger, je nachdem, wie in welcher Umwelt wir groß geworden sind, was für Menschen waren bei uns, die uns gehalten haben oder helfen konnten oder Tiere oder sonst auch irgendwas. Ja? Kann sein, dass wir das alles überhaupt nicht hatten und dann ist unser Feld, in dem wir uns sicher und wohl fühlen, ganz, ganz eng und ganz beschränkt. So, und da ist es für viele dann einfach sozusagen, wenn es so eng ist,
und wir können dann flüchten, sage ich mal, in das Geistige, dann kann das eine Rettung sein, ne? Weil da sind wir irgendwie im Spirit, ne? Und brauchen dann diesen Schmerz, der im Körper erlebt wird, nicht zu erleben. Klar, für mich, ich habe eigentlich allgemein so über Minus, ne, die Entscheidung für das Minus, ob das Krankheit oder Schmerz oder ein Problem oder eine Fixierung oder ein Gedankenmuster. Klar, jetzt in diesem Falle, wenn es nur auf Traumata ist, ist es so. Rubin schreibt, da stimme ich zu. Das mit dem Schmerz, ich mache das schon sehr lange. So, wie groß, welche Form, Farbe, Stärke etc. Und dann erzählt mir der Schmerz, was die Bedeutung ist. Natürlich nicht nur Schmerz, auch zum Beispiel der nächste Atemzug oder eine Lust auf etwas. Okay. Ja, das ist wunderbar. Sowas funktioniert ganz gut, ja. Wenn man dem einfach wirklich begegnet, wenn man ihm begegnen kann. Ne? Das heißt, so die Frage, die ja im Raum steht, die das Thema des Abends heilt, erwachen, erlebte Traumata. Ja, nein und jein. ja. Also, ich würde sagen, das Erwachen ist eher eine Ressource zum Heilen. Ja. Aber das Erwachen heilt es nicht. Mhm. Eben, ja. Ja. Eben, das war meine Frage, ist natürlich, das mit den Traumata ist mit dem Verständnis ein bisschen einfacher, ob Traumata oder Krankheit, dass das Erwachen schützt nicht vor Traumata und Krankheiten. Genau. Weil sonst würden ja alle, die irgendwie Erwachen erlebt haben, nicht mehr sterben. Genau. Eben, das ist das große Missverständnis. Ich weiß zum Beispiel, Tibetan Palsing Iling als Diraj, der große Gründer von Tibetan Palsing Iling, krank war und an Krebs gestorben ist. Natürlich, weil er so viele Leute geheilt hat, waren die meisten schockiert und haben die Methode aufgegeben, weil die haben gedacht, die sind betrogen worden. Ne? Nur, nur das ist noch nie richtig besprochen worden, dass es eigentlich jeder, also nach meinem Gefühl, es ist eine Entscheidung, ich möchte jetzt in Nein bleiben, weil ich damit lernen möchte, oder ich möchte jetzt das lernen und ich möchte es jetzt nicht lernen, egal in welchem Zustand man ist. Und der Körper reagiert darauf mit einem Minus in irgendeine Form von Trauma oder Verhaltensmuster oder. Und egal in welche Form man ist, ist man nicht geschützt davon. Genau. Okay. Genau. Das habe ich ehrlich war zum ersten Mal, ne? Echt? Ja. Habt ihr das schon mal gehabt als Thema? Ja, also ich spreche da einfach mal aus meiner Erfahrung. Und zwar, du hast ja auch, oder ihr habt ja beide auch schon mal Essenzheilung mitgemacht und auch das erlebt. Und bei der Essenzheilung, das ist ja was sich so entwickelt hat über diese ganzen Seminare und Retreats und so weiter, die ich besucht habe, und Heilseminare und so weiter, ist mir irgendwann klar geworden, diese Essenz hat eine enorme Heilkraft. So, und mir war bis vor einigen Jahren habe ich gedacht, okay, diese Bewusstheit oder das Bewusstsein oder die Essenz, die du bist, heilt alles. Weil ich immer wieder gemerkt habe, wenn da meine Aufmerksamkeit war, dann war dieser Heilraum so groß und dann ist auch tatsächlich was für andere Menschen passiert, die mit mir in diesen Heilraum eingestiegen sind, sage ich mal. Und ich
konnte auch easy immer in diesem Raum mich aufhalten. Und trotzdem habe ich bemerkt, dass manche Sachen in mir immer und immer und immer wieder aktiviert werden. Und vor allen Dingen wegen Kleinigkeiten. Also wo ich das eben am stärksten bemerkt habe, war immer in der intimen Zweierbeziehung. Da konnte dann meine Liebste einfach nur mich mit einem bestimmten Blick anschauen oder mir mit einem bestimmten Ton irgendeine Frage stellen und mein System ist vollkommen eingefroren. Ich habe das natürlich damals gar nicht so gesehen, dass es einfriert. Ich habe nur alles, was mir zur Verfügung stand, war Flucht ins Absolute. Ich habe das aber nicht gesehen als Flucht, sondern habe gesehen, ah ja, da bin ich, da kann ich wieder durchatmen. Was mir aber dann vollkommen gefehlt hat, war sozusagen im Kontakt mit meiner Liebsten zu sein oder mit der Welt. So, und da ist mir irgendwann, habe ich gedacht, was ist denn das? Ich kann ja schön hier im Frieden ruhen, aber ich kann nicht mit den Menschen, die um mich herum sind oder die mir nahestehen oder die ich liebe, in Kontakt oder in einem liebevollen Fluss sein. So, was ist da? Das hat mich einfach interessiert. Und ich weiß, viele spirituelle Meister oder Lehrer lehnen das vollkommen ab, darüber zu sprechen oder sagen, dieses Bewusstsein heilt alles. Und ich habe mich einfach dafür geöffnet und zu sagen und geguckt, okay, wie geht's weiter? Weil ich merkte, das ging nicht nur mir so, sondern ich konnte auch zum Glück mit meinem Meister ganz ehrlich und offenen Austausch haben und konnte auch sehen, der hat auch Aktivierungen Dinge, die ihn nicht diesen Moment genießen lassen. So, das hat mich interessiert, weil das ist immer mein Bestreben, ja? Hier jetzt in diesem Moment happy zu sein und zwar so happy, wie es geht. Das heißt, Perfektion ist doof. Das habe ich akustisch gerade nicht verstanden. Perfektion ist doof. Perfektion? Ist doof. Doof. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Habe ich das gesagt? Oder? Habe ich das gesagt? Na, es ist so, ich bin oft konfrontiert, dass viele Leute perfektionistisch sind. Viele sagen, erstmal, wenn ich das erreicht habe, dann werde ich beginnen. Oder die denken, wenn jemand begonnen hat, muss perfekt sein. Ne? Und sobald die irgendetwas irgendwie plötzlich doch einen Schluck Wein trinken oder eine Zigarette, oder die sind dann schockiert. Oder wie Veresh erstmal ein Bier rausholt, dann sind die schockiert. Ne? Oder wie manche Meister ein Joint oder was weiß ich was. Ne? Und dieser Perfektionsanspruch, so, deswegen sage ich, perfekt sein ist doof, weil dieser Anspruch auf Perfektion hat nichts mit dem Leben zu tun. Ne? Ist eine Fixierung, was die Deutschen oft mit sich tragen. Ne? Oder Italiener nehme ich an auch. Amerikaner sogar auch. Ja, dürfen wir den Chat nicht über, weil sonst kommen wir gar nicht mehr hinterher. Rubin fragt, ist das Erwachen nicht die Auflösung oder Hinterfragung der Traumata? Ich fürchte, wir müssen den Begriff Trauma noch mal genauer tiefer definieren, meint er. Und André schreibt, dann muss man erstmal Traumata heilen und dann erwacht man, okay. Rubin, Trauma gleich Verletzung. Was versteht jeder Einzelne darunter? Das kann Unterschiede machen im Verständnis. André, man muss wissen, zu welcher Zeit man im Leben verletzt wurde. Ja. Man muss wissen, zu welcher Zeit man verletzt wurde. Ah. Rubin, nicht, dass wir es mit Psychose verwechseln. Ah.
So gesehen erzeugt ein Trauma eine nachfolgende Psychose oder ein Fehlverhalten bzw. Gefühlsverwirrung. André, du hast recht, man kann nicht perfekt sein. Dafür ist das Leben zu vielseitig. Tini, tut nicht jeder Gedanke etwas weh? Oh, das müssen wir einrahmen. Tut nicht jeder Gedanke etwas weh? Machen wir eine Sendung darüber, Tini. Du siehst den Chat auch, ne, Gaia? Nee, wir lesen bitte? Das vor. Ah, möchtest du nochmal die Fragen extra oder hast du jetzt so das so mitbekommen, ne? Ich hab das mitbekommen, ja. Aber möchte es trotzdem gerne nochmal extra, weil gut, okay. Mein Gedächtnis funktioniert ja. Auch so schlecht. Okay. Ah, wenn man erwacht, lässt das Gedächtnis nach, oder? Ich weiß nicht, ob das eine mit dem anderen was zu tun hat. Aber da, ich kann mich erinnern, dass da stand, dass jemand erwacht ist. Also wenn man erwacht ist oder man muss erst die Traumata bearbeiten und dann erwachen. Also da möchte ich gerne noch mal was dazu sagen. Und zwar, es gibt überhaupt gar keinen, der erwacht ist. Und man kann auch überhaupt, glaube ich, gar nicht absolut und mit absoluter Richtigkeit sagen, das ist Erwachen und das ist nicht Erwachen. Ich kann da nur meinen Standpunkt äußern. Ne? Und wie es für mich scheint, ist Erwachen eben das Erkennen, dass das, was ich bin, nicht diese Erfahrung hier ist, dieser Körper. So, das können wir natürlich lesen, das können wir vielleicht auch begreifen und mental verstehen. Und das Erwachen ist quasi das als Erlebnis zu haben, das so zu erleben. Aber ich würde niemals sagen, dass ich erwacht bin oder dass du erwacht bist, sondern ich könnte sagen, du und ich, wir können hier sein und können das Erwachen erleben. Genauso wie wir die Süße von einem Zucker erleben können. Aber deswegen sind wir nicht süß. Ja, wunderbar. So, das heißt, zu sagen, ich muss erst meine Traumata bearbeiten und wenn alle bearbeitet sind und keine Aktivierung mehr stattfinden würde, dann erst kann ich mich dem Erwachen zuwenden, dann können wir, glaube ich, noch irgendwie ein paar weitere Millionen Jahre warten, bis wir uns dem Erwachen zuwenden. Schön. So, und dann gab es nochmal die Frage, man müsste nochmal genau definieren, Trauma. Mhm. Ein Trauma geschieht, wenn wir in irgendeiner Form überwältigt sind und nicht mehr mit der Situation dealen können. Das können ganz banale Dinge sein und es können auch ganz schlimme Dinge sein. Also wir können uns ja vorstellen, wenn wir irgendwie im Krieg sind und wir werden irgendwie, unser Haus wird weggebombt und es wird gebombt und überall sterben unsere Freunde um uns herum, das Blut spritzt, dass das eine starke Traumatisierung sein kann. Aber es kann auch eine starke Traumatisierung sein, wenn wir zum Beispiel als Kinder oder als Säuglinge nicht gefüttert werden, wenn wir Hunger haben. Und wir protestieren und sagen, boah, ich habe Hunger und wir schreien irgendwie und wir merken, unser Protest wird nicht gehört, da kommt keiner. Und wir haben ja nicht die Kapazität, als kleiner Säugling zu denken, ach Mensch, ich habe ja noch meinen Bruder und meine Mama muss gerade meinen Bruder wickeln. Und vor allen Dingen kocht die auch gerade was, weil mein Papa gleich zum Essen nach Hause kommt und so. Das können wir ja alles nicht denken. Wir erleben nur, ich schreie hier und mich hört keiner. Ich bin allein, ich bin vollkommen überwältigt. Ja. Ich kann mir das nicht rational erklären, was gerade passiert.
Ich spüre nur so. Und dann, je nachdem, wie unsere Mutter dann präsent ist mit uns, wie reguliert die es in ihrem Nervensystem uns halten kann und unser Nervensystem wieder hilft zu regulieren, dementsprechend entwickeln sich auch die Regulierungsfähigkeiten in meinem Nervensystem. Aber es ist ja zum Beispiel so, wenn wir geboren werden, so, das habe ich gelesen und gelernt, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber das sagen die Fachleute, haben wir überhaupt nicht die Fähigkeit, unser parasympathisches Nervensystem zu benutzen, das heißt, wo wir wieder entspannen und relaxen, sondern wir haben nur die Kapazität, das sympathische Nervensystem einzusetzen und das heißt, auf Gefahren zu reagieren und zu gucken, was ist los, aber dann wieder das Beruhigen, das lernen wir erst von unserer Mutter sozusagen. Durch, wie die uns hält, wie sie uns wiegt, wie sie uns ein Liedchen singt oder wie sie uns vielleicht massiert oder was auch immer sie gerade macht, um uns zu beruhigen. Und so lernt quasi unser sympathisches und parasympathisches Nervensystem den richtigen Ausgleich. Und da können wir ja, wenn wir jetzt nur mal zurückschauen in unsere Kindheit und unsere Eltern und uns anschauen, jetzt wahrscheinlich feststellen, Mensch, da haben wir Defizite gehabt. Also schon allein, wenn Jeet, du sagst, du bist das sechste Kind gewesen. Da sind Defizite da gewesen. Da war nicht alles da, was an deiner Entwicklung interessiert war. Ne? Und das kannst du natürlich überhaupt nicht begreifen als kleines Wesen. Du kommst hierher und denkst, wow, das ist ein Riesenabenteuer, das ist ein Wahnsinnsspielfeld hier. Warum spielt keiner mit mir? Ne? Eigentlich ohne es zu wissen, irgendwie haben wir gleich am Beispiel gezeigt, wie du arbeiten kannst. Das war für mich, also deine Art war für mich gut, damit umzugehen, ne? Weil ich konnte das gleich im Körper einen Punkt spüren und konnte ich gut in die Wahrnehmung gehen, wie ich damit umgehen kann, weil ich jeder in jedem jetzt dieser Stress sich immer wieder produziert, ne? Also ich habe jede Sekunde, jedes Jetzt die Möglichkeit, das zu verändern. Und das war wirklich, ja, das haben wir gleich, habe ich ein Beispiel gehabt, wo man sehen konnte, wie du da, ich nenne es Spiegelung, ich nenne es nicht heilen, sondern für mich ist sich in den anderen das Wesentliche zu erkennen, wenn ich es tue und mir diesen Raum nehme, das nenne ich für mich Heilung, sowas wie sich spiegeln in die Essenz des anderen, ne? Und deswegen, ja, war ein gutes Beispiel, ja. Ja, das freut mich, dass du das sagst und so erlebst auch. Eine Frage von André war, ja, man muss wissen, zu welcher Zeit man im Leben verletzt wurde. Erfährst du das in deinem, ja, ist es wichtig? Nee, das muss man nicht wissen. Man muss wissen, wie man jetzt mit den Verletzungen umgehen kann, wie man jetzt hier sein kann, damit sich das Nervensystem so weit reguliert, dass wir uns hier wohl und sicher fühlen. Das muss man wissen. So, und der Mensch, der mit dir arbeitet, wenn du traumatisiert bist, der kann sehen, welche Aktivierung findet denn gerade statt oder welche Strategien laufen da, um dann sozusagen mit dir selbst rauszukitzeln, was aktiviert das gerade, ja?
War das jetzt eben die Mutter, die nicht da war? Oder war es der Vater, der übergriffig war? Oder war es die Mutter, die übergriffig war? Oder war es der Bruder? Oder ist es, also, aber das ist eigentlich vollkommen egal. Wir können nur dann sehen, aha, da ist es passiert. Und dann können wir die Information hinzufügen, die jetzt benötigt ist, um hier und jetzt in einem angenehmen Zustand zu sein, wo ich voll hier stehe, in meiner Kraft bin und das Leben genießen kann, in Lebensfreude bin sozusagen. Weil das ist deswegen sind wir hier, zum Glücklichsein, zum Genießen, zum Freude erleben. Also wir müssen nicht wissen, was wann passiert ist. Das kommt quasi in diesen Meetings, die wir zusammen haben, dann einfach von selbst zum Vorschein. Also was meine Erfahrung ist, ist wichtig zu wissen, was passiert ist. Vielleicht es kann das Wann auch helfen, aber ist nicht unbedingt Voraussetzung. Und wenn ich weiß, was passiert ist, und meine Forschung nach ist, was ich entschieden habe, und dass ich aber jetzt die Möglichkeit habe, dass ich jetzt genau in die gleiche Situation bin, der Schock, weil ich es jetzt ändern kann. Also, dass wir diese Freiheit haben, allein, aber nicht allein ist schwierig, und in Begleitung oder mit deiner Spiegelung jetzt die Möglichkeit haben, das jetzt zu verändern und somit auch in der Vergangenheit und in der Zukunft, weil ich werde das meine Nachfahren auch nicht genetisch diesen Impuls auch geben. Ne? Und, Ja, genau. ja. Und das heißt, wenn ich weiß, was ich entschieden habe, den Unterschied kenne, ich habe damals Angst gehabt, anstatt zu sagen, ich gehe durch. Ne? Und dass ich es jetzt auch die Möglichkeit habe, durchzugehen, und dass ich jetzt immer mich noch für Angst entscheide, dass es irgendwie, ich bin unsicher, ob ich immer blockiert bin. Okay, eine Erfahrung blockiert mich, aber irgendwie doch habe ich die Möglichkeit, jetzt eine andere Entscheidung zu treffen. Und natürlich im Gegenüber eines, so wie du es nennst, ein entspannter Nervensystem, ich nenne es Spiegel oder wie es jeder nennen möchte, dass es mit dieser Begleitung dann einfacher ist. Aber im Grunde genommen, ich bin, nur ich kann es. Genau, der Begleiter kann es nicht machen für dich. Genau. Genau, der Begleiter kann dich nur begleiten. Und das Erkennen, das dich quasi entscheiden lässt, dahin zu gehen, wo es dir gut geht, das geschieht quasi aus dem inneren Erkennen heraus. So, und da kann dich der Therapeut begleiten, dass du auf einmal wieder merkst, was ist mein Bedürfnis, was will ich, was hat mich wütend gemacht und kann die Wut jetzt da sein? Ist die Wut eigentlich wirklich negativ? Ist es nicht eigentlich eine sehr powervolle, lebensbejahende Energie? So, dann können unsere Glaubenssätze, die wir haben zur Wut oder unsere Bewertungen zur Wut entkoppelt werden von dieser Energie. Und die Energie kann einfach frei fließen. Weil Wut ist ja eine wunderbare Energie, fühlt sich ja oft ganz gut an, ja? Nur wenn wir unsere Ideen dazu haben und unsere Bewertungen, die uns dann schwächen, dann fühlt sich Wut überhaupt nicht an. Dann fühlen wir uns schuldig und all so Zeugs, ja? Was Aber man. klar, darum geht es immer wieder, dass wir hier jetzt quasi in Kontakt sind mit dem, was da ist, dass wir uns einstimmen können und dass wir unsere Bedürfnisse erkennen und dass wir autonom handeln können.
Also was in unsere Ausbildung zum Gesundheitsberater, was wir jetzt wieder beginnen, wir machen so, ich habe so richtige Protokolle entwickelt, was hat mir die Angst auf Beziehungsebene, auf wirtschaftlicher Ebene, im Familiensystem, also diese Entscheidung, was es mir gebracht hat. Dann setze ich auf die andere Seite, was hätte mir gebracht und was würde mir bringen, wenn ich mich anstatt das für das entscheide, also für das Fließen lassen und so weiter. Und dann mache ich eine richtige Anamnese in beide Freiheiten und Möglichkeiten, die ich habe. Und dann steht drunter so, now you have the choice. Ne? Wir können immer entscheiden, indem wir einfach uns das anschauen. Ne? Ja, klar, wenn wir die Möglichkeiten offen haben und wir sie offen sehen können, wenn wir sie wirklich sehen können, was ich hier ist die schöne fließende Energie und hier ist quasi die blockierende Energie, wenn wir beides sehen können, ist ganz klar, wir entscheiden uns natürlich für die fließende Energie. Nee, wir geben aber richtig, wenn wir das nicht sehen können, ne? wenn wir nur noch den Stau vor uns sehen, dann es geht also wirklich darum, wieder zu sehen, welche Entscheidung können wir noch treffen, außer die, die wir damals als dieses Trauma geschehen ist, nehmen mussten, um zu überleben. Wie ich das entwickelt habe, wir begleiten richtig die Person und wir geben mit Informationen oder wir holen diese Informationen raus, Punkt für Punkt. Und wir geben praktisch dann der Person ein 10-seitiges Protokoll, wo die immer lesen kann, was es A bringt und was es B bringt. Ne? So immer so parallel zu sehen, wie unsere Entscheidungen eben zum Beispiel für Schock anstatt für Fließen oder was gegensätzlich ist, dass diese Spiegelung hat viele dann irgendwann geholfen zu sagen, so jetzt habe ich es verstanden, eigentlich habe ich nur Nachteile, wenn ich festhalte. Ne? Was soll's? Ich gehe durch. Ja. Und mache ein Fest, eine Party, Punkt. Und da finde ich das super ergänzend, so gerade jetzt in der Runde, wird mir jetzt gerade so bewusst, weil manche bleiben auch in der Entscheidungsfreiheit stecken. Okay, ich habe die Entscheidung, ich habe die Wahl oder auch nicht und ich kann. Und dann bleibt es manchmal theoretisch und es verändert sich nicht. Und da finde ich das schön, wie Gaia das vorhin, also die, so wie du gesagt hast, die Ressourcen, die da sind, dass wir uns der Ressourcen bewusst machen. Und das finde ich ein total guter Anknüpfungspunkt. Was nützt es mir? Also das ist das eine, ne? Wenn ich weiß, hier, ich habe das und das. Und dann ist es manchmal so ein Theoretisch, ja, ich entscheide mich und es verändert sich aber nicht, weil ich einfach das große Ganze, die Ressourcen gar nicht wahrnehmen kann, weißt du? Und dann bleibe ich, obwohl ich es weiß, bleibe ich manchmal doch stecken, ne? Und deswegen finde ich das gut ergänzend gerade. Genau. Ja. Okay. Genau, wenn du zum Beispiel als Ressourcen was entdeckst, und von mir aus, was kann es sein, ein Strauß, wunderschöne Blumen. Und du schaust die einfach an. Und bist ein bisschen mit den Blumen und spürst dann, was in deinem Körper geschieht. So, dann passiert meistens irgendwas, was sich angenehm anfühlt. Ja? Weil irgendwie diese Blumen, wenn wir mit Blumen eine gute Assoziation von früher haben, was Schönes passiert. Und Natur ist für die meisten von uns eine ganz starke Ressource. So, dann geht es auf die körperliche Ebene. Auf die Empfindungsebene. Und da sind die Traumata gespeichert. Die sind nicht im Geist. Schön. Ja, die sind auf der Körperebene gespeichert. Also da im Unterbewussten sozusagen, nicht im Bewussten. Schön. So, und wenn wir quasi wenn wir bedroht sind, in der Natur, von mir aus, es kommt jetzt irgendwie ein Raubtier auf uns zu, ja,
dann rennen wir einfach. Da überlegen wir nicht mehr, ob das jetzt gut ist, hier durch die Dornen zu rennen oder sowas. Das ist in dem Moment, läuft nur noch das hier in unserem Körpersystem ab. Da ist das Überlegen, eine vernünftige Entscheidung zu treffen, ausgeblendet. Ne? So, und wenn wir das alles wieder in Verbindung bringen können, Cortex und limbisches System und das kleinen Stammhirn, Rückenmark, dann fühlt sich das auf einmal alles wieder ganz und voll an hier. So, das ist so wichtig mit den Ressourcen, weil die uns immer die innere Stabilität geben können, dass wir uns sicher wohlfühlen, wenn wir sie dann finden, die Ressourcen. Und erst dann, wenn wir quasi stabil und kraftvoll sind, dann können wir uns dem nähern, was uns schwächt. Aber wenn wir schon im geschwächten Zustand uns dem nähern, was uns schwächt, dann können wir nur noch kollabieren. Ne? Das ist was anderes ist gar nicht möglich. Ich gehe mal wieder auf den Chat auch, so die nicht vergessen. Schön, dass ihr so ganz aktiv mit dabei seid. Und so ist es einfach so spannend. Also, genau, also. Rubin schreibt, das Trauma, so sehe ich das, ist die Verletzung und was daraus entsteht, ist individuell. Das ist dann die Gefühlsverwirrung oder ein Fehlverhalten. Einer kann damit umgehen, andere werden verwirrt. Nia Lavingaya, Satsang Space. Rubin, das habe ich in Gruppen auch erlebt. Dasselbe Trauma und verschiedene spätere Wirkungen im Leben. Somit kann ich das Trauma nicht heilen, wohl aber seine Wirkungen. Genau, Wut kann auch zum Fortschritt dienen. Hm. Ja, genau. Weil das Trauma ist keine Krankheit, die geheilt werden muss. Die Wirkung ist das, was geheilt werden kann. Ja. Genau. Super, Rubin. Ja. Schön mit dir, mit uns. Danke. Moek, grüßt mit einem Smiley. Ja. Ja, ich erinnere mich gerade an den Moment, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben da gerade so mit dem TV begonnen vor 5 Jahren, als wir so ein paar Live-Satsangs auch gemacht haben mit dir. Und es war für mich sehr neu mit diesen Satsangs und ich wollte verstehen und ich wollte und die Fragen und da ging es auch um den freien Willen und das war so, irgendwie was innerlich hat es verstanden, aber doch waren die Fragen und ich konnte das, nein, ich erlebe das doch aber anders und es ging so hin und her und dann gab es einen Moment, da war denn der Raum. Ich konnte den offenen Raum dann so wahrnehmen und dann habe ich das einfach alles gelassen. Die Fragen, die sind auf einmal verschwunden und ich war in so einem ganz anderen Space und mir sind nur noch die Tränen gelaufen und irgendwas, ja, mein System oder meine Essenz oder was auch immer hat verstanden. Und das war dann, also da ist ganz viel passiert. Das erinnere ich mich immer wieder und danke auch nochmal dafür. Da ist irgendwas in mir geschehen, ja. Und das hat mich auch weitergetragen, ja. Ja, und es ist wunderbar, wenn du drüber sprichst. Also was ich dann spüre, wenn du drüber sprichst, weitet es hier mein ganzes, meine Brust oder ich weiß auch nicht, das fühlt sich total schön an, wenn du drüber sprichst, über die Erfahrung, die du hast, in diesem Raum zu sein, hat also übers Netz eine Auswirkung auf mein Empfinden. Ne? Und da kann ich dich wieder einladen, jetzt einfach auch das zu spüren, wie,
Das ist, wenn du nur dir dessen bewusst bist, wie das damals war, in diesen Raum der Stille oder des Seins einzutauchen, ja, und auf einmal zu wissen, hier ist nichts, hier muss nichts, hier ist nichts notwendig, ja, hier fehlt gar nichts. Aber das ist, unser Verstand will und kann das echt schwer begreifen. Jetzt haben wir auch so viel auch zum Thema Krankheiten und auch speziell zum Thema Traumata auch gesprochen über Entscheidungen, ne? Ich kann entscheiden. Ja, wo kommen denn die Entscheidungen her? Oder was oder wer entscheidet? Hier sind ja unheimlich viele Prozesse im Gang in unserem Körper. Und aus Erkenntnissen und gesammelten Informationen entstehen die Entscheidungen. Wir sprechen ja nur der Sprache halber so, damit wir uns verstehen und sagen, ich entscheide. Aber wenn wir mal wirklich gucken, was ist das Ich? Hast du das Gefühl, dass du einen Fluss von Nerven, Neuronen und Synapsen und so weiter bist, das ist ja nicht dein Erfahren von, das bin ich. Ne? Du kannst nur merken, das sind Vorgänge, die da stattfinden, wenn man es überhaupt bemerken kann. Ne? So, und all die Informationen, die wir gesammelt haben bis zu diesem Moment hier, lassen uns Entscheidungen treffen. Und Apropos, warte mal. Wenn unsere Entscheidungen eben in einem sehr, wir ein enges Feld nur haben, wo wir entscheiden können, indem wir uns wohlfühlen, ne, dann ist natürlich unsere Entscheidungsfreiheit sehr gering. Dann gehen wir so sehr eng durchs Leben. Und wenn wir mehr Möglichkeiten entdecken können und entdecken dürfen, sind ganz andere Entscheidungen möglich. Aber es ist nie irgendjemand da, der entscheidet. Also ein Ich oder ein Kern, der hier drin sitzt, oder eine Seele, oder ich weiß auch nicht, wie man es nennen soll. Irgendwas, was. Hier gibt es keinen Chef sozusagen. Hier gibt es keine Instanz in diesem Körper drin, der die Entscheidungen oder der Entscheidungen fällt. Es gibt hier keinen Chef. Das ist alles das Ganze. Wir sprechen nur so. Ich habe die Entscheidung oder ich habe keine Entscheidung. Aber wir alle Menschen sind doch irgendwie, also ich kenne jedenfalls eigentlich nicht wirklich jemanden, der sagt, also ich möchte gerne unglücklich, angespannt und deprimiert durchs Leben laufen, sondern wir wollen ja irgendwie alle das Gegenteil. Wir wollen ja frei, glücklich und genießend hier diesen Moment erleben. So, und wenn wir die Wahl hätten, wenn wir uns entscheiden könnten, würden wir das machen. Immer, zu jedem Zeitpunkt. Ja, das glaube ich nicht. Also ich erfahre immer das Gegenteil. Ja. Also wo ich die meisten Heilungen geschehen sind, war immer, wo die Leute erkannt haben, dass sie eigentlich nicht wollen. Ne? Da war eben zum Beispiel die eine, hatten wir 3 Jahre zusammengearbeitet. Und die hatte Glaukom und dann hat sie einen Vortrag gehalten, das war in Spanien, einen spanischen Kurs. Und plötzlich hatte ich ihr gesagt, eigentlich du willst nicht heilen, du willst nicht die anderen helfen, du tust nur so. Sie hat es plötzlich nach 3 Jahren intensiver Zusammenarbeit vor alle ihre Freunde in einem Hotel, waren 10 Leute, ich habe immer Vorträge organisiert. Und in dem Moment, wo sie es erkannt hat, dass sie eigentlich nicht will, war sie nach einer Woche, hatte sich im Körper alles verändert. So dass, wenn ich jetzt in Angst gehe, dann
habe ich doch die Freiheit, auch zu fließen. Und für mich ist es jetzt, das Jetzt-Jit trifft die Entscheidung, nicht zu fließen. Und das ewige Jit zeigt dann die Begrenzung dieser Entscheidung, dass es diese Entscheidung Konsequenzen hat. Also folge ich meine ewige Weisheit, meinen Geist, meine Seele, die viel weiser ist als die Entscheidung, was ich dieses Lebens oder als die Erfahrung dieses Lebens. Und ich kriege schon mit, dass ich diese Möglichkeit habe. Und weil ich oft einfach gesehen habe, in dem Moment, wo die Entscheidung nicht intellektuell war, sondern existenziell, hat es im Körper sofort eine Heilung geschehen oder ein Erkennen hat es stattgefunden. Und vor allem alle Leute, die wir interviewt haben, die jetzt große Seminarleiter oder Forscher sind, die haben auch gesagt, okay, ich hatte diese Probleme und Kranzkrebs und das und jenes. Und plötzlich habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss. Jetzt entweder sterbe ich oder gehe ich ins Mitleid mit mir oder ich erkenne. Und ab diesem Moment sind die einfach die große die Systeme entwickelt haben, geworden, die das jetzt dann einfach auch unterrichten. Also das ist immer irgendwie noch ein Mysterium. Ne? Zum Beispiel, das stimmt. Und wenn Sie die Wahl gehabt hätten, wenn Sie die Wahl gehabt hätten, dann hätten Sie sich schon 30 Jahre früher dafür entschieden. Na, aber dann hätte sie nicht die Ausbildung bekommen. Ja, das kann sein. Dann hätten Sie ohne Ausbildung geheilt. Ja, aber dann hätten Sie nicht alle Tricks gekannt, wie man sich quält in Angst, wie man sich das Leben schlecht machen kann. Und dieses Leid ist manchmal die Ausbildung, wo die Methode sich drauf basiert. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt, aber du hast, also ich stimme dir zu bei dem, was du auch sagst, ja. Und oft ist es für uns, obwohl diese Überlebensstrategien uns so einengen und so die Lebensfreude und den Lebensfluss nehmen, haben wir eben oft Angst, es trotzdem loszulassen, ne? Weil es uns früher irgendwann mal das Leben gerettet hat. Ne? Also mir ist bewusst, wo ich was springen kann und es nicht tue. Ne? Wo ich faul bin. Ne? Aber jetzt... Ja, das dürfen wir auch. Ja, ja, sage ich einfach, Freiheit für alle. Ne? Aber jetzt, ja, für die Faulen. Eine Entscheidung, ein Mysterium würde ich jetzt gerne lösen. Es sind jetzt 28 Zuschauer. Ne? Wie geschieht jetzt die Entscheidung, dass viele, die 28, die Entscheidung treffen, Mensch, ich gehe doch in den Chat und ich schreibe einfach auch ein Grüß. Ne? Viele machen das hinterher über E-Mail, über SMS, über Facebook. Was ist das für ein Trauma da, dass die Leute, für manche ist es nur so, aber dass viele verhindert, jetzt in Chat zu schreiben, obwohl es anonym ist. Das würde ich gerne jetzt wissen. Und ich soll dir sagen. Ja, bitte. Das ist ein Traumata. Diese Traumata, obwohl es anonym ist, einfach nicht zu sagen, yeah, toll oder nicht toll oder ich grüße euch oder hallo. Nee, das Trauma ist sozusagen die Ursache für dieses Verhalten, ja, weil irgendwo wurde gelernt, wenn ich mich mitteile oder wenn ich mitteile, was mich gerade beschäftigt oder was mir gut tut, dann werde ich entweder, weil sie das erlebt haben früher, verarscht oder nicht gehört oder nicht gewertschätzt oder verurteilt, bestraft vielleicht sogar.
So, und das setzt oft so tief, dass wir uns tatsächlich nicht mal in einem anonymen Raum trauen, unser Statement abzugeben oder zu sagen, das finde ich scheiße oder das finde ich gut oder mir gefällt es oder schöne Grüße oder hört doch endlich auf mit GTV oder was weiß ich was. Ja? Egal, ja. Also, was immer man sagt, weil wir, das ist quasi das Resultat von einem Trauma. Und wie ich schon anfangs gesagt habe, wir finden ja, wenn wir jetzt nachschauen, hier keinen, der außerhalb dieser Erfahrung steht. Also es gibt kein Ich, was diese Erfahrung hat oder davon getrennt ist. Es ist ja nur diese eine Suppe hier, könnte man sagen. Und diese ganze Suppe macht diese ganzen Entscheidungen. Jemand schreibt oder jemand schreibt nicht. Jemand kommt in den Chat. Guck mal, dass wir jetzt hier miteinander gerade sprechen, ist ja tatsächlich vor einer Woche entstanden, weil wir ganz was anderes besprochen haben. Ja? Ein Termin, der im Februar mit anderen Satsanglehrern stattfindet. Und so nebenbei bemerkt habe ich dann gesagt, wenn du willst, können wir mal ein Interview machen. Und schwupp ist es irgendwie so entstanden. Aber wir haben das ja nicht wirklich, du und ich, jetzt so entschieden. Es ist ja so aus dem Ganzen heraus entstanden, ne? Oh, einer können wir jetzt urteilen. Ecomo kann mich nicht einloggen und das schreibt er. Bist du schon drin? Es gibt nichts Eben, einzuloggen. kann es sein, dass wir schon drin sind und dass wir gar nicht merken. Also ist kein Einloggen notwendig. Man braucht nur den Nickname zu schreiben. Ich zeige das kurz, ja. Nicht jeder ist so eine Labertasche wie ich. Ich liebe euch, ihr Feiglinge und ihr Faulpelze. Wo steht das? Ihr wisst gar nicht, wie gut das tut, sich zu äußern und eine Antwort zu bekommen. Warte, ich zeige das jetzt kurz. Danke, Ekomo. Kann ich mal wohin? Warte mal. So, ich zeige jetzt kurz, wie das funktioniert. So. Also am besten, ihr schaut immer, also jetzt, ihr schaut jetzt in JetzTV oder in GTV oder in Livestream. Ne? Okay. So, wenn ihr, also das hier, das ist der Livestream. Es kann unten sein oder oben, den Chat oder so. Und ihr braucht nicht auf Login, sondern auf diesen Bleistift hier zu klicken. Hier auf den Bleistift. Wenn ihr darauf klickt, dann erscheint oben hier Nickname. Dann schreibt ihr zum Beispiel Softie und schon könnt ihr hier grüßen. Und dann könnten wir jetzt Softie jetzt urteilen. Okay. Zumindest eine haben wir jetzt gewonnen. Naja, wenn jemand Angst hat, verurteilt zu werden, dann können wir den Gefallen eigentlich tun, ne? Wenn jemand was? Wenn jemand Angst hat, wenn jemand in den Chat schreibt und Angst hat, verurteilt zu werden, dass er in den Chat geschrieben hat, dann sollten wir den Gefallen tun, ne? Das ist die Ja, Therapie. ja. Okay. Polarlicht, Love and Light from Finland. Wow, and ist ja schön. Love and Light from Finland. Verescha, hallo Verescha. Verescha, hallo Verescha. Schön. Schöne Grüße nach Finnland. Ecomo hatte versucht, einen Account anzulegen. Eben, das braucht ihr nicht. Ist kein Login notwendig. Danke, Gaia, tut immer gut mit dir. Ah, das ist ja Nahrung, das tut gut.
Vielen Dank. Burkhard, ich bekenne öffentlich, ich finde Gaia gut. Yeah! Ja, komm. Hallo! Rubin, siehst du, man muss sie nur beschimpfen. Ey, es tut sich was. Yeah, yeah, yeah. Also, da haben wir jetzt, wie ist es geschehen mit dieser Entscheidung, Gaia? Wo ist es geschehen? Auf welcher Ebene? Ja. Ja. Frag mich nicht. Wir können nur feststellen, es ist passiert und jetzt sind wir hier und erleben es. Okay. Ja. Schön. Aber ich weiß ja, dass wir auch am Montag nochmal eine Sendung haben. Ja. Auch mit wieder dem Thema. Das heißt, alles, was jetzt quasi offen ist für Menschen, wäre schön, wenn jeder kurz mal die Fragen vielleicht aufschreibt oder euch zusendet oder mir, und dann können wir das nächstes Mal vielleicht sogar noch viel konkreter hier machen, obwohl es wunderbar und konkret und schön sich anfühlt. Aber ich denke auch mal, jetzt haben wir schon bestimmt 1,5 Stunden, oder wie spät ist es denn Ja, jetzt? wir haben, ich hatte es auch vergessen, 1 Stunde und 40 Minuten. Wir haben auch eine Folgesendung um 9. Wir machen zusammen mit Gerd. Gerd Valentinelli und Sabine, Ach wir so. werden intuitiv eine Wertschätzung von Osho machen. Es ist eine Serie, wo wir Lebende oder Aufgestiegene wertschätzen. Die Lebenden sind jetzt hier, aber die Aufgestiegenen tun wir auch wertschätzen, damit die auf dem Weg sind, sagen, Mensch, es lohnt sich, sich auf den Weg zu machen, dann bin ich ewig. Und dieses ewiges Leben, ewige Jugend, stärken wir mit diesen Sendungen, was wir um 21 Uhr machen, wo wir aufgestiegene Meister auch wertschätzen, weil sie sind auch da und sie tragen auch dazu bei, für unsere Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Entdeckungen und Wetter und so weiter. Ne? Okay, ja, dann unser TV-Programm. Also diese Sendung wird in Jetzt TV und natürlich auch, ich mache jetzt den Link, wo das gespeichert wird, weil hier im Livestream wird dann auch alles gelöscht, weil sonst wären jetzt 9000 Aufzeichnungen, das geht nicht, und den Kanal. Aber hier in diese Seite oder in unsere Archive sind Tag für Tag, Thema für Thema, Referent für Referent, Playlist oder individuelle Video. Könnt ihr euch das ein bisschen anschauen. Okay, hier oder in Jetzt TV oder ich denke auch die Playlist kann jeder mit einbetten in die eigene Webseite, in Facebook, kann den Link auch reingeschrieben werden. Und wunderbar. Rubin, danke Gaia, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf das nächste Mal. Und eben, und da bei Experten, wenn ihr auf Veranstaltungen geht, Devasetu macht das auch jetzt, so wie ich das sehe, in Jetzt TV. Wir machen vieles parallel. Wird er auch das bekannt geben? Nehme ich an. Okay. Jo, dann von uns aus bis Vielen Dank. 21 Uhr. Vielen Dank, Gaia. Und an alle. Und Gaia, mit dir wann ist es am Montag, jetzt schon am Montag? Montag. Montag, Ja. ja, Montag, den 20. Ja. Aber um 20 Uhr. Genau. Um 20 Uhr. Ja. Okay. Ja, das Gebet zum Schluss? Nein, machen wir einfach Schluss, ja. Okay, Dankeschön, vielen Dank. Vielen Dank, Tiet, und bis bald. Tschüss, Tschüss. Sabine und alle, die Tschüss. zugehört haben. Ciao. Ciao. Schön, schön. Ciao.
Okay, die Wiederholung lohnt es sich jetzt nicht auszustrahlen. Jetzt gibt es ein paar Lieder, ein paar Songs von wunderbaren Menschen und dann 21 Uhr geht es weiter live. Ciao, bis dann. Bis gleich.